Das Schicksal schlägt zu. Die Gefühle revoltieren. Die Enttäuschungen lähmen. Wer tröstet? Und was tröstet? Wo ist jemand, der sich uns zuwendet und Trost zu schenken versteht? Was ist das eigentlich, Trost? Ist das einfach reden oder dabei bleiben? Welche Weise der Anteilnahme ist notwendig, sicher? Es kann sehr leichtfertig sein, leichte Worte, flüchtige Nähe. Aber wer tröstet, der nimmt teil am Leiden des anderen, jedenfalls wer wirklich tröstet. Die Not der anderen wird der eigene Anteil. Wir nehmen teil, das heißt, wir nehmen etwas von seinem Leiden. Trost geht nicht aus der Distanz heraus, sondern immer nur aus der Nähe zu dem, der getröstet werden soll. Die Adventslieder besingen den Trost der ganzen Welt. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? Komm, du Heiland aller Welt, Sohn der Jungfrau, mach dich kund. Die Adventslieder drücken die Sehnsucht der Menschen aus, von Gott berührt und geheilt zu werden. Todesnot, Schuld und Pein bedrängen uns dann nicht mehr, denn er hat seine große Gewalt gezeigt. Unsere Hoffnung und Freude ist seine Macht über das Dunkel unseres Lebens. Aus der großen Distanz heraus ist kaum ein Trost möglich, es sei denn, wir verstehen, dass das Leiden der anderen zu unserem Leiden wird. Und dann werden wir beginnen, dieses Leiden zu bewältigen. Das ist auch Trostarbeit. Trost an dem eigenen persönlichen Betroffensein. Wo bist du, Trost der ganzen Welt, singen wir im Kirchenlied. O komm, Emanuel, in der Adventszeit. Der Trost für diese Welt wird in die Welt hineingeboren. Da geht es weit über unsere eigenen Möglichkeiten hinaus und erstaunlich. Gott bleibt nicht in Distanz. Er übernimmt das schwere Leiden. Er übernimmt die Schmerzen. Er übernimmt die Erbärmlichkeit unseres Schicksals. In seinem Sohn ist er mitten unter uns. Er ist der Trost. Jeden Tag beten wir hier als Dominikanische Gemeinschaft am Ende unserer gemeinsamen Morgenmeditation den Engel des Herrn. Es ist ein Gebet des Trostes. Gott spricht durch den Engel mit einer jungen Frau und bittet sie, bereit zu sein, Mutter zu werden, Mutter seines Sohnes, Mutter Gottes. Wir werden durch sie umarmt von seiner Liebe, von seiner Nähe. Wir werden umfangen von seiner Zuwendung. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf. O klare Sonne, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern. Ich habe mir für den Advent vorgenommen, alle Tage mit einigen Strophen eines Adventsliedes den Tag für mich zu beginnen, in der Hoffnung auf den Trost Gottes.